Hab Zippel einen Autounfall gehabt? Nee, ja. Der Zippel, ne, auch das Auto. Der Zippel ist ein Unfall. Zippel, den haben sie dreimal in die Luft geschmissen beim Wickeln und eben mal aufgefangen. Oh, Zippel, nimmst du nicht so zu Herzen. Ja. Nehm ich. Oh ja. Wir wollen dich ja damit nur motivieren, dass du uns mal schaffst, fertig zu machen. Herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 One Day Cut und diesmal der vierte Teil. Und ja, hier mit eurem Silent Bang und zwei meiner Kollegen. Ihr könnt euch gern selber vorstellen. Nö. Eben keine nicht. Lust. Der muss ich das jetzt machen, oder? So sieht's aus. Okay, der eine ist der Enzo, ist ein komplett kaputter von SBN, meinem Clan bzw. Community, wo ich schon seit Jahren dabei bin und geduldet werde. War ganz nebenbei Post, ne? Natürlich, Skilled by Nature sagt alles. Nummer 2, Marvin, guter Kollege und ja, immer bei jedem Scheißdreck dabei und mit dem zusammen zocken läuft immer. Ja, und heute das Thema, die verschiedenen Arten der Gamer. Haben wir uns jetzt mal so überlegt und da werden wir jetzt einfach mal so ganz frei Schnauze ein bisschen drüber reden und ja, Enzo, mit was fangen wir an? Mit Nase putzen. Pfeil. Er trinkt ja schon das Whisky. Oh mein Gott, Alter. Jetzt ist wieder gut. Hast genug auf dich aufmerksam gemacht. Das passt so gerade irgendwie so. Ich hatte gerade das Taschentuch vor der Nase und damit, was fangen wir an, ja. Ja, passt, alles easy. Nee, die erste Sparte, die habe ich zwar beim letzten Mal schon angesprochen, aber die Camper. Jeder hasst sie. Aber ich bin einer von ihnen. Ach komm, Maul. Aber wie gesagt, also Camper muss ich sagen, es gibt die Art von denen, die legen sich im Spawn hin und bleiben liegen, machen gar nichts. Das sind so die, wo ich hasse, wenn man jetzt die Bombe gelegt hat und den Spot verteidigt oder wenn die Bombe irgendwo gedroppt wurde und man da irgendwo in die Niere steht. Taktische sozusagen. Ultimativgranaten kann man die auch nennen, ne? Ja, und nein, das ist auch taktisches voll okay. Warten. Ja, das ist aber auch okay, weil das ist ja sinngemäß, aber man hockt sich in den Spawn und campt irgendwas ab, nur weil man killgeil ist und entschärft nicht mal die Bombe oder legt sie. Weil solche Leute gibt's ja leider und da finde ich, das ist kein Teamplay, das ist einfach nur, ich bin bescheuert, leg irgendwo rum und guck, dass ich ein paar Kills krieg. Endlich sagst du mal, wie es wirklich um dich bestellt ist. Ja, wie du spielst, das freut ne? Mich. Ja. Das freut mich wirklich. Ich glaube, ich hätte im Hintergrund Gameplay von dir hinstellen sollen. Da könnte man ein Standbild nehmen, wird keinen Unterschied machen. Ja, da, wo du campst, kommt eh keiner. Du guckst ja nur gegen die Wand. Ich hänge halt an meinem Leben, ne? Ja, mei. I'm a suicide bomber, you know? Wie gesagt, so, dann gibt's natürlich noch die Kategorie Rusher, zu denen ich mich zähle. Der Todfeind des Campers, würde ich mal sagen, weil die Rusher rennen durch, versuchen hinter den Gegnern zu kommen, ihn zu flankieren und nicht direkt auf der Front zu erwischen. Was meiner Meinung nach sind das eher so die Rusher eher so die Leute, die quasi die Camper ein wenig füttern. Weil das sind die ersten, die eigentlich von denen weggehauen werden. Kommt drauf an, wie sie rushen. Ja, klar, beim ersten Mal kriegen die auch immer auf die Fresse. Beim zweiten Mal wissen sie natürlich, wo sie ist. Das muss man natürlich auch wieder sagen. Ja, drum muss ein guter Rusher immer seinen Weg ändern und nie den gleichen einschlagen. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nimmt man einen anderen Weg. Wenn es beim ersten Mal klappt, nimmt man nie den gleichen nochmal. Wenn es beim ersten Mal klappt, dann weil nicht klappt, dann weißt du, das wo ist der ein Pisser guter liegt Camper. Und dann haust ja, genau. Den Camper. Genau, weil das ist wieder ein Punkt zum Camper. Die liegen meistens jede Runde an der gleichen Position. Nicht nur jede Runde. Das ganze Spiel über. Die haben die Zahlen, ich glaube, die zahlen auch fürs Spiel eigentlich nur ein geringer Teil vom Preis, weil die eigentlich nur ein Quadratmeter in der Mapfläche brauchen. Die zahlen nur so 1 bis 2000 Pixel von den 5 Milliarden. Richtig, gibt, ne? Weil die ja nur ein Quadratmeter Spiels brauchen. Die spawnen da auch immer direkt. Die können sich da gar nicht rausbewegen. Ja, aber die machen das Spielen für andere Scheiße. Deswegen müssen die den vollen Preis zahlen. Das stimmt auch, die müssen sogar noch drauf zahlen. Ja, aber wie gesagt, das ist so. Punkt für dich, Marv. So, was haben wir noch? Natürlich die Hacker.
jeder hasst sie, weil Hacker sind einfach scheiße, weil nur weil sie einen kleinen Schwanz haben und so kommentieren müssen, machen sie uns damit Spiel kaputt. Und das ist natürlich sehr schade. War auch übrigens hier Ghost, ne? Marvin, wo Ghost frisch rauskam, ja, war es extrem krass mit Cheatern. Voll. Also das hat uns echt dazu gebracht, dass wir sagen, vergiss das Spiel mal nicht, weil man kann es auch übertreiben. Aber wie gesagt, hier Hacker, was soll die Scheiße, ganz ehrlich. Angefangen hat es ja damals, das Coolste war ja wirklich, dass bei Modern Warfare 2 der erste offizielle Hack einen Tag bevor das Spiel rauskam. Ja. Quasi schon da war, ne? Das wurde sogar irgendwie im Internet preisgegeben, gell? Ja? Ist ja so schon der Hammer, ne? Ey, abartig. Und was krasseste, was ich jetzt erfahren habe, also hat mir ein Kollege erzählt, ich weiß nicht mal, wie die Seite heißt, aber es gibt eine Seite, da loggst du dich ein wie irgendein Abonnent, ne? Zahlst monatlich Kohle und wirst von denen mit Hacks versorgt, die aber ihr wöchentliches Update haben, dass die immer funktionieren. Das ist doch krass, oder? Ja, ja. Das ist sowas von asozial. Aber was will man dagegen machen? Wie gesagt, du kannst einen VHC-Ban kriegen, wenn sie dich mal erwischen. Aber dir kann keiner rechtlich ans Bein pissen. Ja, geht auch nicht. Ist ja nur ein Spiel. Du kannst halt einen Ban kriegen von dem Spiel. Aber selbst die Wichser kommen dann wieder rein. Ich sag mal so, also wenn unsere Regierung nicht computertechnisch so vollkommen in den 60ern stecken geblieben wäre, könnte man eigentlich so rein prinzipiell auch mal sowas gesetzlich verankern. Dass, das wäre ziemlich dass, geil, Alter. Ein Schummeln in Online-Spielen durchaus auch mit Geldstrafen, keine Ahnung, Geldstrafen hinter sich zieht oder sowas. Können. Ich meine, klar, wenn man so einen jahrelangen Ultra-Profi-Hacker oder sowas hat, dann kann man den auch mal 5 Jahre in den Knast stecken. Ne? Aber leider kriegt man nur Strafen, wenn man sich in irgendwelche Systeme hackt oder Trojaner und so, weil Spiele gibt sowas noch nicht. Nur welche, wo dem Staat sozusagen schaden. Ja, halt typisch. Ja. Alles, was uns man, angeht. Man könnte aber auch sagen, dass dadurch, dass es Hacker gibt, dass dadurch weniger Spiele verkauft werden und dadurch der Staat weniger Steuereinnahmen hat. Also soll heißen, könnte man im Prinzip auch sagen, dass so ein hohes Hackeraufkommen auch schlecht für den Staat ist. Ja, dass die Hacker der Industrie schädigen und damit auch den Einnahmen. Nicht nur von den Herstellern, sondern auch von den Publishern und die, wo daran auch verdienen. Wie gesagt, der Staat. Im Endeffekt auch mir in dem Sinne, weil Spiele werden verkauft, die Läden kriegen Geld, die Läden bezahlen mit dem Geld auch ihre Arbeiter. Aber jetzt verwenden wir uns schon wieder viel vom Thema. Wie gesagt, Hacker, scheiße. Ja, wir labern gerade einfach nur ultimativen Kack und spinnen irgendwelchen Blödsinn einfach und so weiter. Wir haben schon Schlimmeres geredet. So wirklich sinnvoll war das nicht mehr. Das solange es unterhaltsam ist, ist alles okay. So, dann das unterhaltsam haben wir, ist, das müssen wir nicht beurteilen. Das beurteilen unsere Zuhörer, Zuschauer, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Punkt über, oder? Das wären die Flamer. Ohne Punkt und Komma. Richtig, Vollgas durchgezogen. Wir haben doch keine Zeit. Naja, die Flamer würde ich als nächstes ansprechen. Wo einfach, gibt verschiedene Arten von Flamer, die wo einfach nur so flamen. So Leute wie deine Mutter. Ja, richtig, die flame ich auch immer zu. Nein, zum Beispiel, es gibt ja einmal die Flamer Noobs, das sind die geilsten, finde ich. Können relativ schlecht spielen. Und sobald sie irgendwie getötet wurden, heißt Cheater, Hacker, Cheater. Das sehe ich täglich. Schlimm. Ja, natürlich. Nur weil man ein bisschen Skill hat, ist man gleich Hacker. Ach Mensch, Silit, das ist doch einfach nur ein Kompliment für dich. Ja, mehr oder weniger ein Kompliment. Es nervt halt irgendwie. Und dann gibt's halt die Flamer, wo einfach... Ein bös ausgedrücktes Kompliment, sie können es halt nicht besser. Sie können es halt, sie können sich halt nicht nett ausdrücken. Stimmt auch, ganz ehrlich, manchmal musst du auch mal ein bisschen Hacker, Rücksicht nehmen. Da musst du auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen, das dass stimmt. Die sich halt nicht so gut ausdrücken können. Ja, ich meine, sie wollen dir im Prinzip ja eigentlich nur sagen, dass du gut bist. Richtig, weil ich selber weiß, dass ich nicht hack, weil ganz ehrlich, was habe ich von dem Spiel, wenn ich hack? Weißt du denn selber, Spaß. Dass du gut bist? Ich bin nicht gut, ich würde sagen, ein Durchschnittsspieler. Ah, oh, jetzt hast du mir mal einen Joke versaut, du Pisser. Ich weiß. Also ich sag, die Flamer gibt's und jeder hasst sie. Außer man ist natürlich selber einer. Ja, ich sag, und alle werden jetzt sich fragen, Mensch, was hatte der Ensor für einen geilen Joke noch vor?
Aber ja, den gibt's erst. Das seht ihr vielleicht in der nächsten Folge. Ja. Wir sollen ja nicht alle Asse rausholen. Ja, meine und dann Güte, gibt's noch... sind wir arrogant. Natürlich, nein, wir sind nicht arrogant. Wir sind einfach nur was Besseres. Und dann gibt's. Ja, okay, so kann man es auch ausdrücken. Ja, richtig. Dann haben wir noch die Kategorie, die Showmaker. Ganz bekannt. Die hocken eigentlich irgendwo abwesend, sind gar nicht am Spiel beteiligt, bis sie merken, oh, oh, alle anderen tot, alle gucken auf mich, machen wir Big Show und verkacken natürlich. Also meistens. Aber hauptsache eine Big Show gemacht, weil am Ende muss man ihnen ja zugucken, wenn alle anderen tot sind. Ist das nicht so ein bisschen Cillit Banks-Style? Ich wollte es gerade sagen. Nein, also, ich aber ja klar, ich mache gerne Big Show. Ich kenne das eigentlich nur. Ich kenne das eigentlich von dir, ja. Ja, ich mache auch gern Big Show, gebe ich ehrlich zu, aber ich bin nicht das ganze Spiel Big Show, sondern Big Show ist einer von so irgendeiner Wrestling-Company, also da muss ich jetzt mal ein bisschen Abstand von nehmen. Ja, aber wir wollen ja nicht auf dieses Trademark zugreifen, sondern... Ja, du bist weder fett noch stark, also jetzt komm mal hier mit was Vernünftigem um die Ecke. Ja, ja, dann sind wir gerade beim nächsten Thema, die mit den Ausreden. Passender Übergang ist natürlich auch eine Kategorie, wo ich echt cool finde. Sie zocken, sterben und haben immer eine Ausrede. Ob es das Telefon ist, wo es klingelt, ob es die Mutti war, wo gerade irgendwas wollte, ob es die zu kalten Hände sind. Deine Mutter ist schuld! Ob der Bildschirm gerade was war, ob, wie gesagt, Marvin, wie war's? Lex, ne? Klassiker auch. Guck, der ist schon wieder AFK. Der den check ich gerade nicht. Ich hab's einfach nicht verstanden. Ist. Ich weiß nicht, was Lex ist. Sorry, ich hab grad überlegt, drüber nachgedacht, aber ich kann ach, nicht. Lex! So eine Verzögerung. Du hast es mit so einem extrem X ausgesprochen. So ein kleiner Sprung in der Internet-Leitungsplatte. Genau. Na, ich hab's nicht extrem ausgesprochen, aber es war nur im Slang, weißt du. Ja. Ja, nee, Lex hat sich. Lex klang irgendwie so ein bisschen wie hier so dieser Vorname, Lex Luthor oder was, ne? Ich meine, wenn Lex Luthor dich dann abschießt, ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Nee, der hat keine Waffe, oder? Tut mir leid, dass ihr euch gerade verlassen habt. Ich meine, er hat bestimmt vielleicht irgendwo eine, aber ja, ich weiß nicht, ich bin so nicht in diesem Comic-Zeugs drin. Da bin ich jetzt. Ein wenig naja, wie gesagt, das sind auch immer die Besten, wo eigentlich immer eine Ausrede parat haben, wenn was nicht klappt. War es die Maus, wo gerade einen kleinen Disconnect hatte und dann wieder angesprungen ist? Mal so ganz nebenbei. Meine, ich hatte mal eine G500 und die hat sich tatsächlich irgendwann verabschiedet und hat dann immer Doppelklicks gemacht statt normalen Klicks. Damit war auch nicht mehr zockbar. Das ging überhaupt nicht. Digga, das ist gerade... Wie nennt man das nochmal, wenn man Werbung irgendwo einspielt? Ah, verdammte Axt nochmal! Aber ich hab keinen Markennamen yes. dazu gesagt. Ich hab keinen Markennamen dazu gesagt. Das kann ja Logitech. Durchaus eine Ensor G500 gewesen sein, ne? Nee, du hast, glaube ich, Logitech erwähnt. Aber ist ja egal. Ja, du hast es jetzt erwähnt. Ja, egal, nur schlechte Werbung. Ja, ich spiele meine Mad Cats Maus und muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Jetzt hast du wieder Werbung gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los mit dir? Da läuft ja gar nichts, Mann. Oder bis ihr wieder nach drei Cola-Bier kollabiert. Ich trinke Whisky-Cola, schon vergessen. Respekt, das ja, machen nur die Leute, die richtig Geschmack haben. Nein, ganz und ehrlich, Jackie trinkst du pur einfach nicht. Hä? Jackie trinkst du pur nicht, weil Jackie ist kein guter Whisky, auch mit Cola richtig. Ganz akzeptabel. Richtig, Jackie nee, ist auch mit Blöre, Cola kacke. Aber immer noch besser als Jimmy. Na, Geschmacksdifferenzen sind hier natürlich doch schon durchaus erkennbar. Aber es ist Alkohol, es hat Umdrehungen und das ist ja Sinn und Zweck des. Leute, wir schweifen schon wieder viel zu krass vom Thema ab. Ist egal. Nein, Jack Daniels schmeckt überhaupt durch. Nicht. Das schmeckt weder in Cola noch normal. Das ist kacke, das Zeug. Mann. Schenken raus, schaut mal das ins Maul. Punkt. Punkt ja, für dich. Ich trinke sowieso nicht gern Alkohol. Mal nicht ins Maul. Das ist ja, richtig. Du trinkst keinen Alkohol, du bringst dich anders auf deinen Highscore. Ernsthaft? Du trinkst keinen Alkohol, Mann? Nein. Finde ich auch ganz aus dem richtigen Winkel betrachtet. Ja, Sportler. Was für ein Sport gibt's denn noch außer Trinksport? Du bist ja sehr weltenbewandert, mein Freund. Ja, ich meine, das, was diese komischen Leute da oft eben grünen Rasen mit so einem Ball machen, das finde ich ziemlich behämmert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat ja keinen Ball, er hat ein Ei. Gut gemacht, Eins?
Nein, Football. Wie geht's dir denn, aber, Marvin Adolfhausen? Jungs, wir schweifen vom Thema, aber ich glaube, die ganzen anderen Gespräche bringen mir in einen nächsten Talk rein, sonst wird das Video für unsere Zuschauer viel zu lang. Das wollen wir nicht und mache ich an der Stelle jetzt mal dicht. Und bedanke mich erstmal, dass ihr zwei dabei wart. Finde ich coole Sache. Weil Unterstützung ist immer cool, dann ist nicht so monoton. Zufällig im Teamspeak und sofort wird man für irgendwelche Videos missbraucht. Das ist. Ja, richtig. Und ich fühle mich wie eine Hure. Ja, du bist mein Gimp. Na gut. Das und wer bezahlt den Server hier? Du nicht, ich. Ja, da sind wir auch sehr dankbar. Ich muss noch bezahlen dafür, dass ich eine Hure bin. Das ist. Ja. Crazy shit, man. Ja, ich mache auch immer Notenbrenner, ich zahle und hau dann ab. Aber jetzt lass mich endlich die abschließenden Worte bringen. Hast du mich gerade als Nutte bezeichnet? Nein, ich weiß, es war Marvin. Ja, rein prinzipiell hast du das gerade gemacht. Das diskutieren wir später in den Teameren Kreis. Also, ich möchte mich bei euch zwei nochmal bedanken, dass ihr dabei wart. Ja, ach, komm mal ins Maul, ey. Und an meine Zuschauer. Alter, lass dich doch mal das zu Ende bringen, ey. Mach mich fertig, Alter. Ich hab keinen Bock, die Scheiße zu cutten, ey. Ich lass das einfach durchlaufen. Ja, also, mach doch einfach. Jetzt Silenzio bitte, sonst muss ich euch echt muten. La 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 la. Ja. Und dann sagt noch einmal einer, RTL sei schlimm. RTL ist der beste Sender der Welt, Alter. Ja. Alter, ich bin der totale Fan der Bachelorette, Hummer. Okay, jetzt. Pst. Oder kommt die überhaupt auf RTL? Ich hab da keine Ahnung. Ich guck so eine Scheiße nicht. Ja, also jetzt einmal noch die abschließenden Worte, dann können wir gern weiter plaudern, definitiv. Also, ich bedanke mich für euch, dass ihr Worte. Dabei wart und das ist das letzte Mal. Danke. Ein richtiger, schöner Abschluss. Genau, ein Abschluss. Wir warten immer noch drauf. Also. Ich sag danke an die Zuhörer, die dabei waren. Und wenn euch dieser geistige Verschluck dich nicht. Pass auf. Ja, wenn euch dieser geistige Bullshit von uns gefallen hat. Wir sind nicht versichert. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like und abonniert den Channel, wenn ihr wollt. Und in diesem Sinne viel Spaß. Lasst es bleiben, er hat es nicht verdient, der Typ. Da kriege ich einen Rage. Und wünsche euch viel Spaß mit den nachfolgenden paar Szenen vom Daily Cut heute. Und in diesem Sinne, reingehauen, euer Sylvan. Bang. Oh mein Gott, ihr fertigen Wichser, ey. 3. Ja, natürlich Tittenbonus. Okay, die Pia ist sicher so verdammt eine Liebe und die dürfen wir nicht so ärgern. Weil irgendwann wird die groß und dann kriegt ihr alle Körbe von ihr. Und wo kommen die? Ach, von da. Von hinten, was? Loops down. Leg mal den Knaller auf A. Ja, ich leg mal einen Knaller, ey. Ich lege. Oder auch nicht. Die Bombe ist scharf. Axel kämpft da nicht rum. Immer auf Bewegung. Ja, ich bin doch in Bewegung. Ich kenne die Kämpferfotze. Wer ist denn noch da von Gegners? Beat. Vorsicht, Axel! Oh! Hab ich dich erwischt? Ja. Booyaka! Butz! Still is bang, aber den größten Butz, den hat immer noch die Jopi gemacht. Er hat's hingekriegt, mit der RPG einen Headshot zu verpassen. Ah. Hallo? Nice. Könnt ihr nochmal los hier? Was? Axel, könnte ich auch mal meine Zigarette rauchen? Nein. Ich rauche immer nebenher. Genau. Wir haben die Bombe. Das kann ich nicht, ich bin Linkshänder. Ja, ich bin auch Linkshänder. Sag doch mal, du Flop. Noob down. Daneben geworfen. Aha. Der zweite ist weg. Wer hat denn die Bombe? Ach, was brauchst denn du doch? Noob down. Hey, Pia, guck mal hinter dich.
gemessert. Alles schön, dass ihr schon spielt. Ja, wir verstecken uns immer hinter dir. Alles klar mit dir? Ja, wo ist denn der andere Ende? Also, da spielen wir nicht mehr mit der anderen Ende. Ich will gerade hinpillen. Doch, jetzt. Nee, nee. Bei euch, ja. Aber oh, da hat sich schnell angeschlossen. Boah. Dann die Gemetsche ist schon wieder drin. Sehr schön. Feuer klar. Was ne Frage. Blauer Container, Silent Bang. Ach, ist doch bloß noch der Feuer, die gehen wir mal hin. Blauer Container. Da kann doch eh nichts der Feuer. Zack, da war mal. Hallo. Ja, Andrea, die. Was? Hallo. Hallo, ja, Andrea, ja. Seat kriegt jetzt schon die erste Verwarnung, oder? Ja. Scheiße. Ja, der sah echt verdächtig aus, aber wir haben gesehen, wie wir um die Ecke geschlichen sind. Oh, verdammte Axt, ach! Du bist mir durchgekommen, mein Zeh, du Sack! 100 Jahr links, mein Zeh, atemlos. 100 Jahr links ist rein. Oh, hinter uns, ey, Erik, hinter uns. Warte, da geht's, ja, dort, hä? Bist du da? Nicht sein Ernst. Oh, schöner Nebenschuss. Ach, was war? Oh. Thanks for the headshot. Wo ist die Bombe? Die Bombe ist ja bei H2 NÖ. Oh, Matze hat's gefunden. Thanks for the headshot. Das ist ja so der epischste Teil von meinem Video gewesen. Jemen haben sie doch gesagt. Aber wir sind erst 4, das ist das Problem. Ja, aber den bist du genau 5. Kein Thema. Meine Freundin ist ein bisschen groß genug, die was matchbeliebt sind. Wo hat der geschossen? Hm, da frage ich mal jemanden vom BSL. warte mal. Wenn dann lass mal die aus unserem Clan fragen. Enemy down. Oh ey, wie ich ihn nicht treffe. 5000 mal angehütet. Aber bei mir läuft das. Wo im Haus? Welches? Sniperhaus bei denen oder was? Also wenn du keinen findest, Thompson würde mitmachen, der Clan-Leader von BSL. Na klar. Ja. Mach mal eine Ansage, wo? Egal, Bombe liegt also hier. Ja! Mitte! Mitte! Ab! Ist doch egal, die Bombe liegt B! Okay. Faktor ist das klein. Soll er rennen, wo er will, ist mir scheißegal. Das gibt ihm den Knaller nicht. Joa. Hardcore suchen und zerstören. Ziel ausschalten. Ladungen platziert. Gut, bereit machen für die nächste Runde.